Und neben Frau Carstensen ist jetzt Frau Jagler mit im Studio. Herzlich willkommen, Frau Jagler. Hallo. Sie sind aus Hamburg. Ja. Wie alt? Ich bin 39. Mhm. Und ich habe zwei kleine Kinder. Und deswegen möchte ich gerne mich ein bisschen entspannen können. Mal okay. Schnell. Normal, wie normaler Mensch, Stress im Leben auch. Ja. Und vielleicht hilft dann Hypnose. Kein Schlaf, genau, keine Ruhe. Was da so anfällt. Ja. Okay, dann beginnen wir jetzt mit der Vorbereitung. Frau Carstensen, Sie werden jetzt Frau Jagler beibringen, die Technik der Selbsthypnose. Ja, der Blitz-Selbsthypnose. Blitz-Selbsthypnose, ja. Wunderbar. Ja, wir haben schon gerade darüber gesprochen, dass man in der Selbsthypnose sich einfach vorstellt, dass man immer tiefer die Treppe runtergeht, die Treppe der Entspannung, und dass man sich damit viel mehr auf sich selbst konzentriert und den Alltag und den Stress und Hass einfach an einem abprallen lässt. Dass man sich in dem Moment wirklich nur mit sich selbst beschäftigt. Das ist für Mütter, die immer nur unterwegs sind, für andere sehr wichtig, dass sie auch ab und zu mal was für sich tun und die Zeit relativ schnell und effektiv nutzen können. Dazu ist zum Beispiel die schnellere Art von Selbsthypnose, die Blitz-Selbsthypnose. Das heißt, man geht sehr schnell in diesen Zustand rein, braucht nicht sehr lange dafür. Und wenn man dann unten angekommen ist, in diesem Zustand der Ruhe, der Entspannung, der Konzentration auf sich selbst, hat man verschiedene Möglichkeiten. Entweder man nutzt das, um einfach wirklich nur zu entspannen, und dann kann man, wenn man will, sich einfach selbst auch Entspannungssuggestionen geben. Zum Beispiel, dass man sich sagt, meine Beine entspannen sich jetzt, meine Arme entspannen sich, mein ganzer Körper entspannt sich. Wenn man gerade das Gefühl hat, dass man sehr angespannt ist, dann kann man auch sagen, dass diese Entspannung immer stärker wird. Ja? Sich selbst. Ja. In eigenen Worten. Man braucht keinen bestimmten Wortlaut dafür. Einfach das, was man gerade machen möchte. Man kann auch Wärme in die Beine, Arme und in den Körper kommen lassen und den Kopf ganz klar sein lassen. Und dann nutzt man das rein für die Entspannung. Ja. Sie können aber auch einfach in Trance gehen und wenn Sie dort angekommen sind, sich treiben lassen oder sich Ihren letzten schönen Urlaub vorstellen, wo Sie sich besonders gut erholt haben oder einen schönen Ort, wo Sie gerne sind, wo Sie sich einfach gut fühlen. Ja. Sie können aber auch, wenn Sie zum Beispiel krank sind, hingehen und Ihrem Körper die Suggestion geben, dass die Selbstheilungskräfte sich um die Krankheit, um die Erkältung zum Beispiel besonders gut kümmern, sodass sie schneller gesunden, dass sie sich schneller vital fühlen. Ja, dass einfach ihr Körper die Selbstheilungskräfte nutzt. Wir haben vorhin besprochen mit Einschlafen. Man kann die Selbsthypnose nutzen zum Einschlafen, aber das sollte man nicht so oft machen, damit man dabei bleibt, dass man sich wieder aus der Selbsthypnose rausholen kann. Rausholen. Mittendrin, weil die Kinder gerade kommen und schreien, ist auch ganz normal. Sie öffnen die Augen mitten in ihrer Entspannung und denken daran, dass sie ganz klar sind. Wenn sie Zeit haben, ist es natürlich gut, sie zählen von 1 bis 3, damit sie langsam nach oben gehen. Manchmal passieren aber Situationen, wo es nicht anders geht, dass sie die Augen wirklich sofort öffnen. Dann bitte darauf achten, dass sie wirklich wieder gut zurück sind oder dass sie sich dann, wenn sie merken, nein, ich bin noch irgendwo ein bisschen in Tagträumen, dass sie sich nochmal in Selbsthypnose bringen und nochmal neu vorsichtiger rausholen. Okay. Ja? Aber manchmal haben sich die Kinder verletzt und dann muss man erst mal reagieren. Ja? Wir haben schon gesprochen, rausgehen in eigenen Worten, wenn sie nicht lange drin waren, reicht es, wenn sie von 1 bis 3 zählen. Wenn sie länger drin waren, dann vielleicht von 1 bis 5 oder bis 10 zählen, sich die Suggestion geben. Mit jeder Zahl werden sie fitter, frischer und wenn sie die Augen aufmachen, sind sie wieder in hier und jetzt zurück. Ja. So, normalerweise, wenn man in die Selbsthypnose geht, nimmt man sich auch dafür Zeit und wir wollten heute damit arbeiten, dass sie sehr schnell erreichen, dass sie viel mehr die Zeit unten nutzen können. Und ich mache Ihnen jetzt vor, was unser Ziel ist. Ja. Sie schauen in eine relativ unangenehme Höhe für die Augen auf den Punkt ganz oben und konzentrieren sich nur noch darauf. Sie schauen nicht hindurch, also irgendwie dadurch,
Sie schauen auch nicht links und rechts, weil das lenkt wieder ab und bringt sie zurück. Sie schauen ganz lange da drauf. Und dann holen Sie sich wieder raus. Und das war's schon. Das war vielleicht ein schönes Stichwort, um da die Pause zu machen. Frau Carstensen, Sie werden dann gleich noch die Anleitung der Selbsthypnose fortführen, sodass dann gleich im nächsten Teil Frau Jagler das Ganze selbst bei sich durchführen kann. Ja. Da freuen wir uns drauf. Vielen Dank für den Moment. Ja. Unser Thema jetzt, Selbsthypnose. Frau Carstensen, wozu ist Selbsthypnose eigentlich gut? Selbsthypnose kann immer helfen, egal was man bezweckt. Das heißt, man kann sich damit sehr gut entspannen oder an einer Raststätte wieder aktiv sich machen für den weiteren, für die weitere Fahrt. Wenn man auf einer anstrengenden Autofahrt war zum Beispiel. Genau. Man kann sich aber vor einer Präsentation in einen sehr angenehmen Zustand bringen, wo man sich sehr kompetent und souverän selbst so vorbereitet, dass man in der Präsentation besonders gut wirkt. Man kann das auch nutzen für Prüfungen. Sportler nutzen Selbsthypnose dazu, zum Beispiel ihre Strecken abzufahren, sei es beim Bob oder Radfahren, um sich auf alle Eventualitäten vorzubereiten. Man kann das zum Lernen nutzen, wenn man zum Beispiel auch Fremdsprachen lernen will, effektiver lernen will, Vorbereitung auf Examen. Okay, und der Witz ist ja vor allem selbst, also sprich, man hypnotisiert sich selbst. Man hypnotisiert sich selbst. Das kann jeder lernen? Das kann jeder lernen, auch genauso wie jeder hypnotisieren lernen kann. Und Selbsthypnose ist insofern sehr positiv, weil man sie eigentlich überall machen kann, wo man bequem sitzen oder liegen kann. Mhm. Und man kann das auch irgendwo machen, wo es laut ist, zum Beispiel in einem Park oder in einer Diskothek, im Büro, hinterm Schreibtisch. Oder im TV-Studio. Frau Jagler ist tollerweise bei uns. Hallo, Sie sind Mutter aus Hamburg und haben sich großartigerweise bereit erklärt, sich in die Selbsthypnose hier jetzt im Studio einführen zu lassen. Mutter von zwei Kindern, das heißt, Sie haben Stress im Leben und können ein bisschen Tiefenentspannung gebrauchen. Genau, jederzeit. Sie haben eben, Frau Jagler, schon die Grundlagen erklärt. Und jetzt können wir im Prinzip mal ausprobieren, ob es funktioniert. Genau. Ja, also ich versuche das jetzt mal. Können Sie uns schildern, was Frau Jagler gerade macht? Ja, Frau Jagler konzentriert sich gerade auf den ganz oberen Punkt, auf den weißen Punkt, ganz stark, sodass sie alles andere jetzt ausblendet. Und irgendwann werden ihre Augen müde, weil sie jetzt in eine Richtung schaut, wo automatisch diese Muskeln sich... Genau, also die Augen haben sich jetzt von alleine geschlossen, weil die Augen müde geworden sind. Sie hat in eine Richtung geschaut, die anstrengend ist für die Augen. Insofern werden die Augenlider schwerer und schwerer. Jetzt befindet sie sich in einer Phase, in der sie immer tiefer geht. Als sie den Stift hat fallen lassen und die Hand nach unten gegangen ist, hat sie den Fall der Hand noch genutzt, um diesen Zustand relativ schnell zu vertiefen. Jetzt tritt Tiefenentspannung ein. Jetzt wird sie sicherlich schon in dem Bereich sein, wo sie anfängt, sich körperlich zu entspannen, langsamer zu atmen. Es interessiert sie jetzt einfach nicht mehr, was außen ist. Sie kann uns vielleicht hören. Sie nimmt auch die Geräusche wahrscheinlich um sich herum wahr. Aber die Konzentration auf sich selbst ist jetzt sehr stark. Können Sie beschreiben, was jetzt mit dem Körper und dem Geist los ist? Was ist das für ein Zustand? In diesem Zustand kann sich der Körper sehr schnell regenerieren, erfrischen und energetisieren. Das geht wirklich sehr schnell. Ist das eine Art Tiefen wie ein Schlaf? Oder? Das ist, ja, die EEG-Kurven sind anders als im Schlaf, aber es ist wirklich ein tiefer Zustand, in dem sich der Körper sehr schnell regeneriert, genauso wie beim autogenen Training oder bei Yoga oder bei Muskelrelaxation. Wie lange kann man jetzt selbst in diesem Zustand bleiben, sollte man?
Also ich mache das auf langen Flügen so, dass ich teilweise 9 Stunden in diesem Zustand bin. Ich mache die Augen zwischendurch auf, ich esse dabei, aber ich bleibe in diesem Zustand und arbeite zum Beispiel an meinen Konzepten, die ich irgendwo im Kopf habe, systematisiere sie und lasse die Kreativität wirken, um den Flug gut zu nutzen. Und meistens kommt der Flug einem dann gar nicht so lang vor, wie er wirklich war. Man kann Selbsthypnose machen für 3 Minuten, für 2 Minuten, für 50 Minuten, für 5 Stunden. Das bleibt einem selbst überlassen. Man kann dabei zwischendurch die Augen öffnen. Wenn man also zum Beispiel eine Fremdsprache lernt, dann bringt man sich erstmal in diesen Zustand, macht die Augen auf und lernt und holt sich danach erst wieder raus. Toll. Jetzt können wir Frau Jagler zurückholen? Jetzt können wir Sie bitten. Vielleicht machen wir vorher noch mal den Handtest. Aha. Ich werde jetzt einfach Ihre rechte Hand anheben, um zu zeigen, wie entspannt sie ist. Mhm. Und jetzt könnte Frau Jagler sich relativ schnell wieder aus der Selbsthypnose rausholen. Und wir bitten Sie einfach, dass sie dann, wenn sie soweit ist, dann die Augen aufmacht und wieder zurück ist. Mhm. Frau Jagler, kommen Sie wieder zu uns zurück? Manchmal ist der Zustand so schön, dass man gar nicht mehr rauskommen mag. Da ist sie wieder. Mhm. Guten Morgen. Hallo. Geht's Ihnen gut? Ja. Haben Sie eben etwas mitbekommen von dem, was wir gesprochen haben? Das kriegt man alles mit. Das kriegt man alles mit. Aber es ändert nichts. Also man ist einfach sehr entspannt. Es ändert nichts. Ja. Aber man konzentriert sich auf sich selbst. Und das ist das Wichtigste. Alles andere ist unwichtig. Haben Sie schon das Gefühl, dass jetzt eine Erfrischung stattgefunden hat? Auf jeden Fall. Nach einem Schlaf oder so? Ja, es ist so ein bisschen so, wie wenn man geschlafen hat. Also erstmal ist man so ein bisschen orientierungslos, so ein bisschen, aber es geht ganz schnell vorbei und dann ist man wieder fit. Sie sind jetzt ja im Prinzip auch schon wieder voll bei uns, oder? Ja. Beeindruckend, vielen Dank, toll. Gerne. Danke, Frau Carstensen. Danke. Schön. Ich weiß gar nicht, wie Boris Becker redet. Das ist jetzt völlig egal. Okay, dann machen wir auf jeden Fall die Boris Becker-Schiene. Und Sie sagen dann noch etwas Nettes, wenn ich. Also ich sage dann, dass Sie was zu ihm sagen, dass er auch darauf.